Termin? Den Weg hätten wir uns sparen können. Tja, das hätte ich vorher sagen können. Diese Frau ist wirklich sehr... Speziell, ich weiß. Jetzt aus nächster Nähe. Muss sehr enttäuschend gewesen sein. Also ich meine natürlich für Olli. Bei dir weiß ich ja gar nicht, wie es dir geht. Na wie schon, Pech gehabt. Bella. Keiner sagt, dass du deine Mutter ersetzen sollst. Und mir ist auch klar, dass du sie vermisst. Aber hey, du hast auf einmal eine Familie, von der du noch nie was gehört hast. Und Olli, der hat sich immer eine kleine Schwester gewünscht. Und jetzt bist du da. Das ist ein Riesengeschenk. Vielleicht. Aber die ganze Sache mit meiner richtigen Mutter, das ist nichts weiter als eine riesengroße Mogelpackung. Thema durch. Was? Du kommst extra aus Tübingen hierher und willst was über sie herausfinden? Und jetzt? Okay. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder herausfinden, wo deine Wurzeln wirklich sind und woher du kommst. Oder du lässt es. Und wirst dich immer fragen, was gewesen wäre. Mensch, Bella, jetzt gib doch nicht so schnell auf. Olli wird immer versuchen, dir zu helfen. Du bist nicht allein. Als sie dann wieder mit der Security gedroht hat, da sind wir lieber gegangen. Ey, und ich, Depp, ich habe wirklich gedacht, ich hätte was bei ihr bewirken können. Das hast du ja auch. Clarissa hätte mir doch sonst nie Bellas Familiennamen verraten und dann hätte ich sie nicht ausfindig machen können. Ich weiß nur, wie es bei mir war, als ich erfahren habe, dass Ricardo nicht mein richtiger Vater ist. Und keiner meine Fragen beantwortet hat. Genau das macht Bella jetzt durch. Timo, ich finde einfach, sie hat ein Recht zu erfahren, wer ihre leibliche Mutter ist. Das kann wahrscheinlich keiner besser verstehen als du. Und du... Du willst jetzt, dass ich mir Clarissa nochmal vorknüpfe und dir ins Gewissen rede. Und am besten erfolgreich. Ich will's nicht lang machen, weil Zeit ist Geld und so. Ich will, dass du mit Bella redest und ich will, dass du ihr alles über die Adoption erzählst, okay? Wird das ja zum Running Gag? Immer wenn Herr Sabel bei mir nicht weiterkommt, dann kommst du zu mir? Clarissa, Bella weiß nicht, wer ihre Mutter ist. Und ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Das kannst du doch gar nicht miteinander vergleichen. Stimmt. Bei mir war es der Vater. Und bei mir hast du auch alles dafür getan, dass ich bloß nicht die Wahrheit erfahre. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Das Schöne ist ja, dass man aus seinen Fehlern lernen kann. Ja, dann hat dir Herr Sabel sicherlich auch erzählt, dass ich meiner Freundin damals ein Versprechen gegeben habe. Ja, das ist richtig. Und wir alle wissen ja, wie ernst du sowas nimmst. In diesem Fall ist es mir sogar sehr ernst. Bella ist deine letzte Chance, bei mir irgendwas wieder gut zu machen. Versau sie nicht wieder. So billiert hast du ja echt drauf. In der Schulzeit habe ich damit noch mein Taschengeld aufgebessert. Mein Vater war damals noch Polizist. Als der herausgefunden hat, dass seine Tochter um Geld wettet, ist der ausgeflippt. Was macht er jetzt? Gute Frage. Bella, egal was du und Olli über deinen Vater herausfinden werden. Er bleibt immer dein Vater. Weiß nicht, kann sein. Na? Hast du endlich deine Meisterin gefunden? Ja. Und? Hast du was rausgefunden? Ja. Wo warst du überhaupt? Ich war bei Clarissas Enkel Timo. Ohne seine Hilfe hätte ich beim ersten Mal keinen Pieps aus ihr rausbekommen. Der wird nochmal mit dir reden. Bella, ich will einfach nichts unversucht lassen. Wenn du extra schon hierher gekommen bist. Ich weiß. Und du gibst dir so viel Mühe mit mir und ich... Danke. Und wenn es diesmal nicht klappen sollte, dann fällt mir bestimmt noch was anderes ein. Wir finden deine Mutter, versprochen. Charlie, ich bin's nochmal. Bitte melde dich sofort, wenn du zurück bist. Dafür bist du mir was schuldig.
Meinst du, Timo hat wirklich was bei dieser Frau von Anstetten erreichen könnt? Die so tapf unterwegs ist. Gerüchte sagen ja, sie putzt sich ihre Zähne mit Stahlwolle. Das wiederholst du besser nicht nochmal. Ich habe gehört, dass diese Clarissa echt schräg drauf ist. Hallo. Hallo. Ich bin noch einmal in mich gegangen. Also bitte stellen Sie Ihre Fragen. Aber Sie bekommen keine zweite Chance. Okay. Sie haben gesagt, Ihre Freundin wurde von meinem Vater schwanger. Sie hatten eine Affäre. Was ist dann passiert? Nun, sie war verzweifelt, weil sie erkannt hat, dass diese Beziehung keine Zukunft hat. Also hatte sie sich entschlossen, dieses Kind zur Adoption freizugeben. Und Sie haben ihr dabei geholfen? Niemand sollte jemals von dieser Schwangerschaft erfahren. Wie war der Name Ihrer Freundin? Nein, nein, das kann ich nicht machen. Ich habe versprochen, nichts zu sagen. Bitte! Ihr Name ist Berger. Ute Berger. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Das haben Sie meinem Enkel zu verdanken. Ich hoffe, damit ist das Thema erledigt. Einen Moment, Frau von Anstetten. Berger, das ist kein ungewöhnlicher Name. Wissen Sie nicht zufällig, wo Ihre Freundin zuletzt gewohnt hat? Das würde die Suche extrem abkürzen. Es hat keinen Sinn, nach ihr zu suchen. Wieso? Sie ist tot.